nehme ihn in den Kindergarten bringe, ist das gar kein Problem. Dann sagt er Tschüss und das war's. Aber wenn ich ihn hinbringe, ja, da gibt's ein Riesengeheule. Komisch, ist bei uns genau umgekehrt. Der Max ist das totale Papakind. Lisa war Mamakind. Aber Max, der ist total auf seinen Vater fixiert. Du weißt nur, vielleicht bin ich einfach nur eine schlechte Mutter. Ach komm, du und schlechte Mutter. Ich kenne keine Frau, die ihr Kind so betuddelt wie du. Musst du gerade sagen. Wie meinst du das jetzt? Na super, kann deine Party ja losgehen, oder? Oh, da kommen ja schon die ersten Gäste. Du Schatz, sag mal, wie lange soll das Ganze denn überhaupt dauern? Allerhöchstens bis 4, länger halte ich das nicht aus. Es gibt zwar garantiert wieder ein Riesengeschrei und Geheule, aber da müssen sie durch. Hey! Hallo Paul, schön, dass du da bist. Hallo Maren. Hallo Elke. Okay. Hallo Maren. Hallo. Danke für die Einladung. Paul hat sich wirklich super gefreut. Sagt mal, wann soll ich ihn denn abholen? Spätestens um 4. Um 4? Nein! Es ist so früh! Ich will auch mal frei nachmittag. Hab's dir gesagt. Na gut, dann um 5. Aber keine Minute später. Okay. Danke. Jenny, Peter. Papa und ich würden gerne mit euch sprechen. Ja. Die Mama und ich. Wir haben beschlossen, uns zu trennen. Ja, wir haben wirklich alles versucht, aber irgendwie haben Papa und ich uns auseinandergelebt und wir denken, dass es vielleicht besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen. So, und jetzt müssen wir natürlich klären, wer von uns euch beide behalten muss. Richtig. Und wir dachten uns, dass es am fairsten wäre, wenn ihr das selbst entscheidet. Genau. Also, ihr müsstet uns jetzt sagen, ob ihr in Zukunft bei Mama leben wollt oder bei Papa. Dem strengen Papa. Na, ob die Mama noch so ausgeglichen ist, wenn sie alleine lebt und alles selbst machen muss, da wäre ich mir mal nicht so sicher. Immerhin wäre die Mama wenigstens zu Hause und könnte sich um euch kümmern. Ich bin ja ständig unterwegs, ob das so toll wäre für euch. Aber wenn der Papa so gut wie nie zu Hause ist, dann könnt ihr da ja machen, was ihr wollt. Ja, aber ich würde ja dann in eine viel, viel kleinere Wohnung ziehen. Außerhalb der Stadt. Überlegt mal, wie schnell das langweilig wird. Und Computer und Fernsehen gibt's da auch nicht. Aber der Papa geht mit euch beiden bestimmt ganz oft zu McDonald's. Weil er ja nicht kochen kann. Höchstens mal Pizza. Oder Leckernudeln mit Ketchup, die ihr doch so mögt. Nee. Der Papa lernt ja jetzt kochen. Und dann gibt es nur noch gesundes Bio-Essen und dieses fiese Vollkornzeug, das ihr so doof findet. Vielleicht ging es ja, wenn ich bei Papa und Jenny bei Mama. Ja, da hatten wir auch schon drüber nachgedacht. Aber Mama und Papa haben ja nichts davon, wenn wir beide die Arschkarte ziehen. Na ja, es gäbe schon noch eine andere Möglichkeit. Denkt mal nach. Wir beide ziehen zu. Nicht zu, sondern ihr beide zieht in. Ein. In. Ein. Ja. In ein Heim? Super, so wird's gemacht. Die Kinder ziehen auf eigenen Wunsch in ein Heim. Ich ruf da gleich mal an. Das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass ihr und ganz allein ihr schuld an unserer Trennung seid. Eben, da hat die Mama recht. Das dürfte. Ja, ich hol's mal hier. Ja, und, ja, genau, wir hatten gestern schon mal miteinander gesprochen. Schon mal eure Taschen. Ja, genau, alle beide. Ja, dankeschön. Hm?
Meine Mutter sagt immer, Finn wäre die perfekte Mischung aus Stefan und mir, obwohl ich ja finde, dass er 1:1 Stefans Nase hat. Oh, das war so süß. Da habe ich ihm beim Wickeln dieses Fläschchen mit dem Babyöl so unter die Nase gehalten, hat er dran geschnuppert. Oh, wenn dieses Näschen sich so kräuselt, das ist so süß. Ida, komm, nun lass uns mal von was anderem reden. Ich glaube nicht, dass Harald und Sabine, danke, den ganzen Nachmittag nur Babygeschichten hören wollen. Klar, schon. Okay. Ohne nicht. Stefan meint, ich würde meine Mutterrolle übertreiben. Und er glaubt, alle anderen sind davon genervt. Was machst du da? Ich kann schon mit Messer und Gabel umgehen. Ja, ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig mit dem Messer. Das ist kein Spielzeug. Ja. Aber ihr bleibt jetzt trotzdem erstmal in der alten Wohnung. Ja, wir gucken jetzt erstmal. Also die ersten paar Monate schläft Stefan sowieso noch bei mir im Bett. Finn, du meinst Finn, und lässt du mal bitte meinen Ärmel los? Ja, aber ich kenne das. Das hängt dann gleich wieder hier irgendwo drin. Ina! Ja, sag schon. Ja, also ich kann gerne mal eine Suchanzeige bei uns ins Intranet stellen. Da werden eigentlich immer wieder Wohnungen angeboten. Ja klar, gerne. Das wäre lieb. Vorsichtig! Bestimmt noch heiß, ja. Mhm. Warte, wir haben beide Hände. Mann, Ina, jetzt hör doch mal auf, es reicht. Halten uns ja alle für bescheuert. Das kenne ich schon, jetzt bockt er wieder. Ina, noch ein Wort und ich hau ab, das meine ich ernst. Ja, es war ja nur Spaß. Scheiße, hier alles kleingeschnippelt. Ja, also wir gucken ja jetzt auch nach einer Wohnung. Mhm. Ja, weil der Harald, der muss wahrscheinlich nach Dortmund wegen des Jobs und... Das ergibt sich Ende der Woche, aber wenn... Das wäre echt blöd, wenn ich das nicht mache, weil ich verdiene einfach wesentlich mehr als jetzt. Ist was? Moment mal. Oh ja, da hat aber jemand ein schönes Stinkerle in der Buchse. Hab ich doch nicht. Das passiert mir nur, wenn ich mich aufrege. Ich mache ihn eben schnell sauber, wir sind gleich wieder da. Aua! Bist du? Ich bin ganz müde, du musst ins Bett. Ich will auch nicht. Hast du die Luftmatratze für die Kleine eingepackt? Ja. Und den Blasebalg? Ja, ja. Hast du an diese Idees gedacht? Mhm. Sind hier im Handschuhfach. Reisepässe? Die wolltest du doch einpacken. Nee, komm. Doch, die lagen bei dir auf dem Schreibtisch. Was? Kennst du die? Ach, Tag. Schöner Wagen. Schöne Familie. Danke. Geleast, oder? Also Wagen meine ich jetzt. Ja, der Wagen ist geleast. Ja, bei dem Gehalt. Wie bitte? Naja, was verdienen Sie so? 2,5? Ah, wenn ich Sakko so angucke, eher 2, was? Aber der Wagen darf ruhig ein bisschen größer sein, ne? Wenn dann das nächste Kind kommt im nächsten Jahr. Sie haben doch die Pille extra abgesetzt für den Urlaub. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich? Darf ich noch mal kurz die Schuhe ja, Camper-Imitat, hab ich's mir doch gedacht. Na, aber den Unterschied, den sieht ja eh keiner, ne? Hauptsache so aussehen wie die anderen im Büro. Aber das passt zu Ihnen. Mittelklasse-Wagen, Mittelklasse-Schuhe, Mittelklasse-Mann. Wissen Sie was, ich glaube, bei Ihnen tickt's nicht ganz richtig, oder? Hör gar nicht hin, Bernd. Ach, der Bernd. Das ist ja fast so ausgefallen hier wie Bryan Adams. Lassen Sie mich raten, Sie haben sich kennengelernt beim Pur-Konzert in Bamberg. Als der Bernd die Haare noch ein bisschen länger trug und einmal fast gekifft hätte. Und das da hinten, das ist die kleine Deborah? Vanessa? Sarah? Yes! So, und jetzt geht's nach Dänemark. Etwas mehr Regen, aber viel günstiger als Spanien. Und weniger Mücken. Und das Häuschen nur 20 Euro am Tag, 100 Meter vom Strand entfernt. Das andere Haus im Katalog hatte zwar noch eine Sauna, aber ist uns das 10 Euro am Tag mehr wert? Fabian, wann geht man schon in die Sauna? Ich meine, wer geht denn schon in die Sauna? Wenn das Wetter schön ist, dann sitzt man doch draußen. Na, neue Brille? Der Anzug ist aber nicht neu. Der ist wirklich. Das Hemd ist alte Schuhe. Jetzt ein Grabbau und dann ist wieder Platz fürs Dessert. Das war super lecker, ja. Echt. Oh, das ist der Kleine. Naja, meistens schafft das von alleine wieder. Ist das so ein Videobabyfon? Yep, mit Farbdisplay und Infrarot-Nachtsichtkamera. Echt, wie geil. Ach, guck mal, der liegt da. Ach, ist das süß. Da sieht man ja echt alles. Der schläft aber ziemlich unruhig. Ja, wälzt sich ganz schön, der kleine Schnuffel. Wo ist das jetzt genau? In Freiburg. Er studiert da VWL und Jura. Hat aber eine ganz schöne Reichweite, das Ding. Und wer ist die nackte Frau da neben ihm? Das ist Sandra, seine Freundin. Läuft aber nicht gut, die geht fremd. Da,
Jetzt schreibt sie schon wieder eine SMS und er merkt das gar nicht, weil er so besoffen ist. Tatsächlich, das kleine Lude. Tja, das ist echt eine Schlampe. Letztens hat sie es in seinem Zimmer mit einem anderen getrieben, während er beim Badminton war. Nein, doch. Deswegen trinkt er ja so viel in letzter Zeit und da kann er natürlich nicht schlafen. Ach, armer kleiner Mann. Da, jetzt hat er gekotzt. Oh nein, das war der letzte saubere Schlafanzug. 97, 98, 99, 100, ich komme! Na? Wo steckst du, Clara? Mach doch mal Piep! Clara? Clara! Ah, da hat mein Mäuschen sich aber gut versteckt. Ich kann dich ja überhaupt nicht sehen! Wollen wir doch mal gucken, ob die Mama dich trotzdem findet? Kleiner Clara-Hase! Okay, ich zähle mal bis drei. Eins, zwei, drei! Gut, wie du willst. Dann eben so. Ja, Clara, dann suche ich dich jetzt in der Küche. Achtung, ich komme. Hallo, Schatz. Hallo, Mama. Na, ja, ist auf Kram? Mhm. Du, sag mal, hat der Papa dir schon das Taschengeld für diese Woche gegeben? Ja. Oh, der Wes ist ein toller Hamster, oder? Ja, klar. Wäre doch schade, wenn dem Willi was passiert, oder? Wäre doch schade, wenn der Willi aus Versehen im Staubsauger landen würde, oder? Okay, Schatz. Ich bin dann weg. Okay. Musst du zum Gerät? Nee, ich bin ganz weg. Ich verlasse dich. Okay, viel Glück. Dir auch. Mach's gut. Mhm. Bernd? Hm? Was ist mit dem Sorgerecht? Weiß ich Bescheid. Tschüss. Tschüss. Tschiki, tschia, ja, ka, ka. Mama? Ja, Schatz? Wo ist Papa? Papa hat uns verlassen. Und was ist mit dem Sorgerecht? Fein, egal. Okay. Okay. Marc, ich hätte gerne eine Packung Aspirin. Sehr gerne. Meine Mama hat gestern nämlich Alkohol getrunken und dann musste sie kotzen. Ah. Ja, junge Dame. Und wer hat auf dem Weg hierhin im Auto mit dem Apfelsaft gekleckert, weil ihre Patschehändchen die Flasche nicht aufbekommen haben? Und wer hat dem Papa die Billo-Geburtstagskarte gebastelt und Glückwünsche mit Vogel V geschrieben? Oder wer hatte bei der Sesamstraße Angst vor dem so gefährlichen Elmo? Wer kippt ohne Stützräder mit dem Rad um? Wer hatte beim Krippenspiel den Texthänger? Und das hätte ich fast vergessen. Was war denn mit dem Malheur in der Schule? Wer hatte den Stinker in der Hose? Wer hat sich da zum Deppen gemacht? Die Mama, die einmal ein Gläschen Sekt trinkt? Oder das Prinzesschen? Denk da mal drüber nach. Traubenzucker für die Kleine? Ja, gerne. Was sagt man da? Danke.